Des Öfteren geht es auf diesem Kanal um die Zukunft des Bahnverkehrs. So auch heute. Doch während wir uns sonst der Zukunft von Personenzügen oder Strecken widmen, sehen wir uns diesmal an, wie sich der Schienengüterverkehr in den nächsten Jahren grundlegend verändern soll. Auch hier wird das Thema Digitalisierung zu einer grundlegenden Veränderung führen. Derzeit laufen mehrere Projekte, die den Güterverkehr auf der Bahn intelligenter, schneller und so auch wettbewerbsfähiger machen werden. So beispielsweise die automatisierte Güterwagendiagnose, die vollautomatische Abdrücklokomotive und auch die digitale automatische Kupplung, kurz DAK oder DAK. Von letzterer Innovation handelt dieser Beitrag, denn die DAK wird einen großen Unterschied im Güterverkehr der Zukunft herbeiführen. Werfen wir zuallererst einen Blick auf den aktuellen Stand des Kuppelns von Güterwagen und normalen Personenwagen. Hierbei werden seit mehr als 100 Jahren fast ausschließlich Schraubenkupplungen verwendet. Um Wagen zu verbinden, wird ein 20 kg schwerer Bügel auf den Haken des nächsten Wagens gelegt. Die Kupplung wird dann durch Drehen an einem Schraubengewinde hinter dem Bügel gespannt. Je nach Art der Fahrzeuge müssen zusätzlich noch elektrische und pneumatische Verbindungen hergestellt werden. Auch ist die Arbeit zwischen den Puffern und mit der fettgeschmierten Kupplung eine sehr schmutzige und gefährliche Angelegenheit. Ein Rangierer muss diese Tätigkeit des Kuppelns rund 300 Mal pro Schicht durchführen und leider gibt es beim Kuppeln trotz Absicherungen auch immer wieder Unfälle. Darüber hinaus kostet es natürlich auch einiges an Zeit, die unzähligen Wagen, die ein langer Güterzug besitzt, händisch miteinander zu verbinden. Ist das geschehen, muss außerdem noch die Wagenreihung erfasst und zur Sicherheit eine Bremsprobe durchgeführt werden. Dieser ganze Prozess, der in seinen Grundzügen bereits seit Kaiserzeiten unverändert ist, kann und sollte im 21. Jahrhundert natürlich deutlich verbessert werden. Gerade auch, wenn man bedenkt, dass die Schraubenkupplung außerhalb Europas nur mehr selten eingesetzt wird. Mit der Entwicklung einer neuen Kupplung beschäftigt sich das europäische Konsortium DAC4EU. Dieses testet im Rahmen eines vom deutschen Bundesministerium für Digitales und Verkehr beauftragten und finanzierten Forschungsprojekts digitale automatische Kupplungen für den Schienengüterverkehr. Das Konsortium besteht aus der DB AG, den Güterbahnen ÖBB Rail Cargo Group, DB Cargo und SBB Cargo sowie den Wagenhaltern Armewa, GATX Rail Europe und VTG. Das Ziel des DAC4EU-Forschungsprojektes ist es, wesentliche Grundlagen für eine Auswahl einer Standardkupplung in der EU auszuarbeiten. Das Konsortium hat im Juni 2020 seine Arbeit aufgenommen. Nach umfangreichen technischen Tests von Kupplungsprototypen verschiedener Hersteller in Phase 1 des Projektes zielt die zweite Phase nun darauf ab, die DAC-Prototypen in einem Demonstratorzug in realen Betriebsszenarien zu erproben. Nach Tests in Deutschland wurden die Prototypen von Anfang Februar bis Anfang März an 5 österreichischen Stationen einem umfangreichen Testprogramm unterzogen. Als nächstes wird der Zug dann in der Schweiz getestet. Weitere europäische Länder sollen folgen. Das deutsche Bundesministerium für Digitales und Verkehr finanziert das Projekt mit rund 13 Millionen Euro. Aber was ist die digitale automatische Kupplung nun genau und welche Vorteile bringt sie im Vergleich zur gewohnten Schraubenkupplung? Zuallererst gibt es einen optischen Unterschied. Die neue Generation wird den Kupplungstyp Scharfenberg verwenden, der bereits bei den Triebzügen im Personenverkehr Standard ist. Derzeit werden noch etwas unterschiedliche Kupplungen erprobt, die auch etwas anders aussehen. Das finale Produkt wird dann aber natürlich optisch einheitlich sein. Wie der Name schon sagt, verbindet die digitale automatische Kupplung Güterwagen automatisch miteinander. Sie stellt also ohne Handarbeit des Rangierpersonals eine mechanische Verbindung zwischen den Wagen her. Beim Testzug muss der Verschieber noch anwesend sein und einen Knopf zum Entkuppeln drücken. Gleichzeitig werden auch die Luftleitung für die Bremse sowie eine Strom- und eine Datenleitung an den anderen Wagen angeschlossen. Auch die Bremsprobe und die Erfassung der Wagenreihung erfolgen dann praktisch von selbst, da die einzelnen Kupplungen vereinfacht gesagt erkennen können, mit welchen Wagen sie zusammenhängen. Das bringt eine ganze Kette von Vorteilen. In Rangieranlagen können dann mehr Güterwagen in kürzerer Zeit bereitgestellt werden. Somit können Güterzüge schneller und häufiger abfahren. Das wiederum hat zur Folge, dass die Kapazität in Rangier- und Umschlagbahnhöfen deutlich gesteigert wird und so eine höhere Konkurrenzfähigkeit gegenüber der Straße entsteht.
Außerdem können dank der höheren Zugkraft der Kupplung längere und schwerere Züge gefahren werden. Darüber hinaus ist es dann mehr Güterzügen als heute möglich, bis zu 120 km pro Stunde schnell zu fahren, denn der Einsatz der elektropneumatischen Bremse bewirkt eine bessere Bremsleistung. Dadurch müssen Güterzüge für Personenzüge nicht mehr so oft ausweichen und werden insgesamt schneller. Auch für die Mitarbeitenden im Rangierdienst bringt die Digitalisierung Verbesserungen. Mehr dazu vom Vorsitzenden der Gewerkschaft Wider Österreich, Roman Hebenstreit. Aus unserer Sicht die eine Hoffnung, die damit verbunden ist, nämlich dass dieser Job damit sicherer wird. Natürlich aus Sicht der Gewerkschaftsbewegung, es geht bei Automation und bei Digitalisierung auch immer darum, produktiver zu werden, das heißt zu rationalisieren, und das kostet am Ende, es ist so natürlich auch Arbeitsplätze. Worum geht es uns? Aus unserer Sicht geht es darum, diesen Prozess, diesen Automatisierungsprozess, diesen Digitalisierungsprozess auch entsprechend zu begleiten. Da ein großes Dank an die ÖBB, auch an den Fachverband, dass hier von Anfang an die Gewerkschaft und die Belegschaftsvertretungen involviert waren, dass wir die Möglichkeit haben, diesen, wie heißt das schön, Transformationsprozess dieser Tätigkeiten auch entsprechend begleiten zu können, hier aus Sicht des Arbeitnehmerinnenschutzes, aber auch aus Sicht der erforderlichen Weiterbildung und Qualifikation entsprechend Schritte gesetzt worden. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt für uns, dass wir uns sehr bemühen, hier die Menschen, die im Arbeitsprozess von dieser Innovation betroffen sind, auch mitzunehmen durch Qualifikation und auch durch das Vermeiden von Härtefällen für all diejenigen, die vielleicht diesen Weg nicht mehr so einfach mitgehen. Nachdem in Österreich vor allem der Betrieb von DAG-Güterwagen bei starken Steigungen, engen Radien und tiefen Temperaturen erprobt wurde, ist das Gespann nun für einen Monat in der Schweiz unterwegs, ehe der Testzug nach Deutschland zurückkehrt und für 2 Monate auf dem Testfeld automatische Zugbildungsanlage München Nord mit wiederum anderen Szenarien konfrontiert wird. Um die DAK dann auch wirklich einzuführen, braucht es gemeinsame Anstrengungen des Eisenbahnsektors und finanzielle Unterstützung durch die Politik. Wenn die Einführungsphase 2023 bzw. 2024 starte, könne sie 2030 abgeschlossen sein, so die Deutsche Bahn. Das von der EU etablierte European DAC Delivery Program ist übrigens ein wichtiger Schritt, dieses Ziel zu erreichen. Die Umrüstungskosten eines einzelnen Güterwagens werden in der Branche auf etwa 15.000 bis 17.000 Euro geschätzt. Diese Summe enthält neben der reinen Kupplung auch Automatisierungskomponenten, beispielsweise für die Bremsprobe. Eine Studie für das BMDV schätzt die Kosten für die Umrüstung von bis zu 490.000 Güterwagen und 17.000 Triebfahrzeugen in den 27 EU-Ländern plus Großbritannien, Schweiz und Norwegen auf 6,4 bis 8,6 Milliarden Euro ein. Der finanzielle Nutzen der DAG für die europäischen Bahnen wird auf ca. 760 Millionen Euro pro Jahr geschätzt. Auch Andreas Matte, CEO der ÖBB und Vorstand der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen CER, ist sich sicher, dass die DAK einen großen Sprung im Güterverkehr bringen wird und plädiert für eine möglichst rasche flächendeckende Umsetzung. Ja, wir sehen es ja auch, die letzten Forschungsergebnisse, es ist hoch an der Zeit, dass wir hier was tun und damit halt auch tatsächlich mehr Güter auf der Schiene transportieren. Da ist Österreich als Nummer 2 in Europa schon ganz gut, aber Nummer 2 ist nicht Nummer 1, das heißt, wir werden ein Stück hier drauflegen. Das Spannende ist auf der einen Seite die Technologie, das zweite Spannende ist aber, wie stelle ich das um, denn es bedarf letztendlich einer Umstellung von ca. 450.000 Güterwagen und rund 17.000 Lokomotiven, die man in einem relativ kurzen Zeitraum dann umstellen muss. Das wird auch noch eine spannende Aufgabe, aber wir Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, wir lösen das. Was haltet ihr von der digitalen automatischen Kupplung als Weiterentwicklung im Güterverkehr? Lasst uns das doch gerne in den Kommentaren wissen. Für noch mehr Infos rund um das Thema Bahn folgt mir gerne auch auf Instagram und Twitter. Das war's mit dem Beitrag für diese Woche. Danke fürs Zusehen und bis bald.